Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Viele von euch haben nach meiner Lippenstiftsammlung gefragt und im Zuge dessen dachte ich, warum mache ich nicht eigentlich ein Video über meine Lieblings-Nude-Lippenstifte? Denn seien wir mal ehrlich, ich trage eigentlich immer Nude-Lippenstifte. Bis auf im Herbst trage ich wirklich manchmal auch mal dunkle Lippen, aber nicht so oft wie eben Nude-Lippen. Und deswegen dachte ich, ich stelle euch mal meine absoluten Favoriten aus der Nude-Selection vor. Und da fangen wir auch direkt schon mal an. Und zwar zeige ich euch zunächst diesen Sleek-Lippenstift. Das ist der Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream, also die Lip Cream. Und die ist in der Farbe Birthday Suit. Und ich liebe diese Farbe. Ich trage die sogar gerade. Die ist einfach super, super schön für den Alltag. Es ist die perfekte, ja, Alltagsfarbe. Es ist nicht so krass nur beige, sondern halt hat auch so einen leichten Rosastich. Und ich finde das besonders schön. Und er ist einfach sehr unkompliziert. Und ich würde auch behaupten, der steht einfach jedem Hautton. Und ja, ihr tragt es dann so auf. Wirklich am besten funktioniert es mit einer ganz dünnen Schicht. Und das trocknet dann innerhalb von 1-2 Minuten wirklich aus und hält stundenlang. Das einzige Manko ist wirklich, dass der ein bisschen austrocknet. Aber das habt ihr bei diesen matten Lipcreams halt oft. Und da würde ich dann raten, vorher einfach ein bisschen Lipbalm aufzutragen, den ein bisschen einziehen zu lassen. Und dann funktioniert das wirklich perfekt. Dann ein weiterer Neuling eigentlich in meiner Kollektion. Denn die gibt es, glaube ich, erst seit Anfang November zu kaufen. Aber ich habe mich so krass in diesen Ton verliebt und in diese Formulation, dass ich dachte, ich zeige euch den auf jeden Fall. Und würde den auch trotzdem zu meinen Jahresfavoriten fast schon zählen. Und das ist hier der von Sueva. Der ist der Pure Velour Lip Cream, würde ich auch eigentlich sagen. Es ist eine Lip Cream, es ist kein Lippenstift an sich. In der Farbe Faint of Heart. Und das ist auch wieder nicht so der typische Nude-Ton, sondern wieder geht in diese Rosenholz-Rosé-Richtung. Aber das mag ich halt ganz besonders. Und den tragt ihr auch auf. Der braucht ein bisschen länger, bis der ausgetrocknet ist. Also den könnt ihr schon so 3-4 Minuten geben. Dann hält der aber auch wirklich sehr, sehr gut. Ich muss sagen, der von Sleek hält aber länger. Aber hier die Farbe ist halt nochmal etwas besonderer und dementsprechend habe ich den in letzter Zeit unglaublich aufgetragen. Dann machen wir weiter mit einem Lippenstift von Sanssouci. Der ist in der Farbe Russet Innocence. Und ja, was soll ich sagen, der geht mehr in die beige Richtung, aber so ein dunkles Beige, weil helle Beige-Töne stehen mir leider nicht. Ja, für mich der perfekte Nude-Tone, da das halt normaler Lippenstift ist und dementsprechend die Haltbarkeit jetzt nicht 5 Stunden beträgt, könnt ihr das auch immer mal zwischendurch auftragen. Und das Gute bei dem ist, da könnt ihr es auch mal ohne Spiegel machen, da geht nichts schief. Und der pflegt eure Lippen wirklich zusätzlich sehr, sehr gut. Ich benutze den aber meistens noch mit einem Lipliner unten drunter, weil das Ganze dann etwas länger hält. Dann ein weiterer Lippenstift. Der ist von der Marke Mary Kay. Den habe ich euch auch schon mal in einem Favoritenvideo gezeigt. Erstmal, diese Verpackung ist ultra fancy. Ihr müsst hier oben so drauf drücken. Dann kommt der Lippenstift hier so rausgepoppt. Der hier ist in der Farbe Barely Nude. Und was ich an dem liebe ist, zunächst auch wieder die Farbe, ist der perfekte Alltagston und ist ein bisschen heller, geht auch so ein bisschen ins Rosé mit rein, aber die Braun- bzw. Beige-Nuancen überwiegen auf jeden Fall. Der Geruch ist ein Traum. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe den Geruch. Oh. Und also wieder diese Formulierung ist der Hammer, weil der ultra pflegend ist. Dann habe ich noch einen. Ich hoffe, den gibt es noch zu kaufen, weil den habe ich jetzt echt schon länger. Und gerade Essence in der Drogerie, die machen ja öfters mal irgendwelche kompletten Neuheiten in ihrer Kollektion. Das ist der hier wirklich von Essence in der Farbe 6, Barely There. Und Leute, das war so lange mein Favorite. Den habe ich jeden Tag getragen. Das ist auch wieder so ein dunkler Beige-Ton mit sogar so einem leichten Taupe-Touch, ja, habe ich oft zu den Zeiten von Kylie Jenners Hype getragen, wo sie immer diesen, was war denn das, irgendeiner von MAC hat sie immer getragen und das war so mein Dupe dazu. Ja, ganz, ganz große Liebe für ganz, ganz kleinen Preis, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr nach einem alltäglichen Nude-Ton sucht. Dann habe ich noch einen Lippenstift, der ist aus der Missling-Kollektion, für die ich auch das Gesicht war. Ich glaube, die gibt es hoffentlich
gibt es vielleicht den Lippenstift noch zu kaufen, weil ich glaube, die Kollektion ist schon wieder weg von den Countern. Kriegt ihr übrigens bei Müller und bei Karstadt. Und der ist in der Farbe 254. Der ist nochmal ein bisschen anders. Der glänzt auch nochmal ein bisschen anders als den von Essence, den ich euch eben gezeigt habe. Und ist von der Farbe her, wenn man das jetzt mal vergleicht, etwas braunstichiger. Nicht so taupe-lastig, sondern etwas braunstichiger. Und ich liebe den. Dann habe ich tatsächlich zwei Lippenstifte von Max Factor, die sich auch sehr ähnlich sind. Und das sind hier die beiden hier. Ich fange einfach mal mit der Farbe 833 Rosewood an. Wie die Farbe schon sagt, es ist ein Rosenholzton. Und der ist einfach auch wunderschön. Geht auch eher in die Taupe-Richtung. Und bei den Max Factor Lippenstiften allgemein mag ich total. Die sind sehr, sehr pflegend. Das Design finde ich auch immer sehr, sehr schön. Ja, das ist jetzt eher so ein subjektiver Einfluss. Aber auch das Produkt ist qualitativ wirklich top. Der hält gut, obwohl er sehr, sehr cremig ist. Klar müsst ihr da alle 2 bis 3 Stunden mal ein Touch-up machen und es nochmal nachtragen. Aber für unterwegs auch sehr, sehr praktisch, weil ihr könnt nicht viel versauen. Und im Vergleich dazu, lasse ich den jetzt einfach mal gerade auf, zeige ich euch die andere Farbe von Max Factor. Das ist die Farbe 745 Burnt Caramel. Und den habe ich wirklich, glaube ich, schon über ein Jahr. Und immer wenn ich irgendein Selfie damit auf Instagram oder so poste, fragen so viele nach dem Lippenstift. Und ja, das ist dann immer der hier. Der ist im direkten Vergleich, wenn man die mal so nebeneinander hält, wirklich braunlastiger. Ich zeige euch das aber auch nochmal in der Nahaufnahme, dass ihr das wirklich sehen könnt. Der ist ja wirklich braunstichiger, geht eher in die Backsteinrot-Richtung, ist natürlich überhaupt nicht rot, aber wenn man jetzt mal so die Untertöne des Lippenstiftes betrachtet, ist er im Vergleich zu dem Rosewood wirklich nicht so lila-taupe-stichig. Und ja, ist einfach wirklich so ein schöner Nude-Ton. Ich liebe den und habe den wirklich unglaublich aufgetragen. Und dann zeige ich euch noch meinen letzten Favorite aus der Nude-Richtung. Das ist auch wieder ein dunkler Nude-Ton, aber ihr merkt schon eigentlich die ganze Kollektion, da ist jetzt bei mir nicht so ein ganz, ganz heller Nude-Ton drin. Weil wie gesagt, es steht mir einfach leider nicht so gut. Es gibt wirklich super viele Mädels, die rocken auch so helle Beige-Töne. Ich sehe damit leider aus, als würde ich mit 42 Grad Fieber im Bett liegen. Ja, aber der hier von Miss Lynn ist auch ganz, ganz toll. Das ist die Velvet Matte Lip Cream in der Farbe 136. Das ist eine Mischung aus Rosenholz und so ein bisschen Backstein-Terrakotta, wenn die Beschreibung irgendwie Sinn macht. Und der hält wirklich auch unglaublich gut und ist als Matte Cream wirklich sehr, sehr einfach aufzutragen, weil der sehr, sehr wasserlastig ist, habe ich das Gefühl. Also er ist relativ flüssig, aber es hat sowas von Wasserfarbe, weil der wirklich so ganz dünn auf der Lippe aufliegt. Im Vergleich zu dem Matte Me Lippenstift von Sleek, der ein bisschen, ja, etwas dicker auf der Haut aufliegt, würde ich jetzt mal sagen. Und dementsprechend ist der hier von Miss Lynn auch sehr, sehr alltäglich. Und trocknet auch wieder nach einer Minute komplett aus, komplett matt. Und ich liebe die Farbe. Der ist auch im ganz regulären Sortiment, sollte der zu finden sein. Und ist auch sehr, sehr günstig und kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ja, das waren jetzt meine absoluten Lippenstift-Favoriten aus dem Nude-Bereich. Ich finde, die sind alle einzigartig, auch wenn es vielleicht für den Laien so aussieht, dass die ganzen Farben komplett gleich sind. Aber nein, ihr und ich, wir wissen, es ist nicht so. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video doch gerne mal einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal für weitere Videos. Wie immer, wenn ihr irgendwelche Videovorschläge habt, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich über euer Feedback. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben!